Hallo liebe Trimunity, es ist wieder soweit, die Gerüchteküche brodelt und heute gibt es ein ganz besonderes Festmahl, denn der Nutzer light-88- hat auf Twitter folgenden Post gezeigt. Und dieser Post ist zwar jetzt nicht offiziell von Nintendo, es sieht zwar alles offiziell aus, aber es wird ja viel in der Gerüchteküche gebrodelt und deswegen wollte ich euch das mal zeigen, denn das ist etwas, was man, ich sage jetzt mal grob gesagt, anfassen kann und was einen ein bisschen Hoffnung gibt. Und das ist die Ankündigung der nächsten Nintendo-Konsole. Diese Nintendo-Konsole soll sich angeblich Nintendo Switch 2 nennen, was erstmalig in der Geschichte von Nintendo so noch nie gemacht wurde. Wir hatten Game Boy, Game Boy Color, wir hatten Wii, Wii U, wir hatten Super NES, wir hatten NES, aber es gab noch nirgendwo eine Konsole mit einer Zahl drin. Das Ganze soll dann in einer Präsentation am 18. September, also am Mittwoch, in einer 9-minütigen Präsentation gezeigt werden. Das heißt also, 9 Minuten, wo uns die neue Nintendo Switch 2, ich glaube noch nicht dran, aber wohlgemerkt, ne, ich möchte es euch einfach mal mitteilen, dass ihr mal wisst, wo ich mich auch so rumbewege, eine neue Nintendo Switch 2 präsentiert werden in 9 Minuten. Und es soll größer sein als die OLED. Also ihr wisst, die OLED ist ja schon ein bisschen größer durch das Display, aber es soll halt noch größer sein. Darüber hinaus soll es ein faltbares Dock geben, also eine faltbare Docking Station. Wie ich mir das vorstellen soll, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum man das falten sollte, aber wahrscheinlich, um sie kompakt zu halten und dann irgendwo, keine Ahnung, mit zu einem Kumpel zu nehmen. Darüber hinaus soll es farbige Joy-Cons geben. Wahrscheinlich möchte Nintendo einfach weiterhin ihrem Motto treu bleiben. Farbe, wie man es beim Super Nintendo kennt, aber wir schauen einfach mal, wie das Ganze dann aussehen wird. Ich jedenfalls bin gespannt. Darüber hinaus soll in der Präsentation natürlich auch die Spiele nicht, sollen auch nicht die Spiele zu kurz kommen. Und da soll uns gleich am Anfang erstmal Metroid Prime 4 Beyond gezeigt werden mit einem visuellen Upgrade. Darüber hinaus ist es dann auch so, dass eine offene Welt erkundet werden kann mit seinem Raumschiff, mit also dem Raumschiff von Samus Aran, wo man dann auf die Planeten fliegt und gegen außerirdische Kreaturen kämpft, was man halt normalerweise auch so in einem Metroid Prime 4 macht. Darüber hinaus soll es auch ein Open-World-Mario-Spiel geben, wo wieder einmal die Prinzessin Peach so angeblich jedenfalls entführt wurde, keine Ahnung, verzaubert wurde. Hundertprozentig geht das jetzt daraus nicht hervor, aber ja, man soll auch Hasen und jagen und es soll einen Tag-Nacht-Zyklus geben. Ich bin mal gespannt, was uns da erwartet, denn schlussendlich, wir alle freuen uns auf ein neues 3D Mario, selbst wenn ich persönlich ein 2D Mario bevorzugen würde oder gar ein Mario Maker 3. Und was nicht fehlen darf, ist natürlich Mario Kart 10, X, wie auch immer. Ein Titel wurde jetzt nicht dabei bekannt gegeben, aber natürlich ein Multiplayer Fun Racer mit 15 bis 16 Charakteren. Ob das jetzt neue Charaktere sein sollen oder erstmal nur Standard und man muss die sich alle aufbauen, ist bisher unbekannt. Und es soll einen riesen Disco-Kart geben, wo 4 Spieler dann drin fahren. Wie soll ich mir das vorstellen? Oh mein Gott, ein Mario Kart mit 4 Spielern? Keine Ahnung. Nee, ich gehe einfach mal davon aus, dass es einfach nur so ein Battle-Modus in irgendeiner gewissen Art ist. Keine Ahnung, das werden wir noch sehen. Darüber hinaus soll auch von Drittanbietern natürlich die Spiele nicht zu kurz kommen. Und hier wird dann auch genannt EA Sports Football Club 25, genauso wie Elden Rings und Assassin's Creed. Ich bin ehrlich gesagt richtig gespannt, ob da nicht auch ein Visions of Mana mit dabei ist, aber das ist bisher leider immer noch nicht bestätigt, selbst wenn es damals dazu entsprechend Gerüchte gab, dass dieses Spiel zum Release mit erscheinen soll. Das Release-Datum soll April 2025 werden und ist auch nicht ganz unrealistisch, wenn man überlegt, dass wir, ich glaube, jetzt noch, wenn das jetzt im Oktober kommt, haben wir bis März sind es 6 Monate. Ja, macht 7 Monate, ist ein guter Zeitraum, um zu zeigen, ey, passt mal auf, hier kommt eine neue Konsole und bereitet euch darauf vor.
Also die Vorlaufzeit fürs Marketing ist entsprechend gegeben. Jetzt gibt es natürlich auch einige, die sagen, ja, aber Nintendo wäre doch blöd. Die sind kurz davor, den neuen Rekord zu schaffen, die beste oder die meistverkaufteste Konsole zu werden. Das mag sein, aber Konsolen werden auch weiterhin noch verkauft, denn, wenn wir mal ganz ehrlich sind, viele werden nicht den Preis da entsprechend bezahlen wollen und sagen sich erstmal, ich warte erstmal, ich habe noch genügend Switch-Spiele, da kommen noch genügend Switch-Spiele, die will ich erstmal spielen. Das ist richtig und es werden auch weiterhin noch Switches verkauft. Ob sie damit jetzt den Rekord schaffen werden, ob sie sich das überhaupt als Ziel gesetzt haben, Sony da einzuholen, das sei mal dahingestellt, aber Nintendo wird sich da, denke ich mal, schon Gedanken gemacht haben. Und bis dahin, das sind immer noch 7 Monate und roundabout 600.000 verkaufen sie noch im Monat, wäre eine Möglichkeit, das noch zu schaffen. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir erstmal in die Kommentare, lasst ein Like da. Und ja, dann freue ich mich darauf. Ein Livestream wird es an dem Tag wahrscheinlich nicht geben, je nachdem, wann das erscheint, dieses Video. Aber ich werde definitiv dann darüber berichten und nochmal ein separates Video machen. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.